Seid gegrüßt, werte Zuschauer. Ich habe hier an meiner Seite den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Den hatte ich schon mal zu Gast. Ich fand das Gespräch ganz gut und du hast mich gefragt, ob wir noch mal bei einem Thema in die Tiefe gehen sollen, was wir letztes Mal teilweise angeschnitten haben. Und zwar, dass unsere Welt in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders laufen könnte, als wir es bisher gewöhnt sind. Ich kenne mich so mittel damit aus, ich beschäftige mich auch damit, aber du bist ein bisschen tiefer drin, ne? Worum geht's heute? Zuerst mal muss ich sagen, dass ich da auch nicht tiefer drin bin, sondern mich auch gerade versuche, in dieses Thema einzulesen. Und da dachte ich, hey, das wird doch auf Twitch ein bisschen wenig thematisiert. Deswegen, ja, schreibe ich mal an, ob wir darüber sprechen können. Ja, wir Heute sind ja auch keine geht's um die. Experten, nur vorweg, aber wir können ja vielleicht das erste Interesse wecken bei manchen oder so und ein paar Tipps geben, wo man sich nochmal informieren kann, ne? Aber ja. Ja, heute geht es vor allem um die Machtverschiebung, die durch den Aufstieg Chinas auf dieser Welt zu beobachten sein werden. Aber bevor wir zu China und der aktuellen Weltordnung kommen, rekapitulieren wir doch erstmal, wie die heutige Weltordnung entstehen konnte. Wir leben ja in einer ja, unipolaren Welt, so kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Die USA sind die einzige verbliebene Weltmacht, die den Kalten Krieg überlebt hat, und wir müssen halt gerade damit zurechtkommen, dass die USA, also in allen Belangen wirtschaftlich, militärisch, politisch der mächtigste Staat der Welt sind. Noch. Wie konnte es dazu kommen? Ja, noch, wie gesagt, dazu kommen wir Ja. nachher. Wie konnte es dazu kommen? Vor 100 Jahren war das nämlich noch nicht so. Damals war nämlich noch Großbritannien der mächtigste Staat der Welt. Doch Großbritannien erreichte sogar vor knapp 100 Jahren also das British Empire erreichte da seine maximale Ausdehnung. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war Großbritannien die unangefochtene Nummer eins unter den europäischen Kolonialmächten. Knapp 40% der Fläche der Welt gehörten zum British Empire. Also es gab wirklich keinen Konkurrenten, der daran heranreichen konnte. Weißt Es du, war wie allerdings ungefähr eine Macht. die nächsten waren? Also Frankreich und Portugal und Spanien, die hatten ja auch alle so ein bisschen, aber weniger. Also weißt du, Schon wie weit die ja, ungefähr fast alle waren? Kolonien verloren. Also Spanien hatte zu dem Zeitpunkt schon alle seine Kolonien verloren nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg um 1900. Frankreich war dann die nächstgrößere Kolonialmacht und ja, aber nächstgrößere Kolonialmacht. Durch Frankreich war aber Großbritanniens Aufstieg nicht bedroht. Großbritanniens Aufstieg war, durch Frankreich war Großbritannien nicht bedroht. Großbritannien war durch den Aufstieg von Deutschland bedroht. Wenn mit Frankreich und Frankreich und den USA, den anderen beiden großen Industriemächten, die es in der damaligen Zeit gab, mit denen war Großbritannien verbündet. Eine Bedrohung für Großbritanniens Machtposition war der Aufstieg Deutschlands. Und das führte dann schließlich zum Ersten Weltkrieg. Wie gesagt, ich mache das alles im Schnelldurchlauf, werde jetzt nicht auf Details eingehen. Ich werde nur auf die wichtigsten Punkte eingehen. 1917 passierten im Ersten Weltkrieg zwei interessante Dinge. Zuerst mal die Oktoberrevolution in Russland. Also der russische Zar wurde gestürzt und die Bolschewiki errangen die Macht, was in einem jahrelangen Bürgerkrieg mündete, der dann mit der Gründung der Sowjetunion endete. Und 1917 der Kriegseintritt der USA. Die USA hatten sich vorher an die Monroe-Doktrin gehalten. Also sie hatten den amerikanischen Kontinent als ihren Hinterhof betrachtet und sich nicht großartig außerhalb dieses Kontinents engagiert, außer vielleicht kleinere militärische Abenteuer wie der Einmarsch auf den Philippinen im Spanisch-Amerikanischen Krieg. Aber sonst hatten sich die USA eher auf den amerikanischen Kontinent konzentriert. Jetzt griffen sie 1917 erstmals in einen europäischen Krieg ein und ja, wurden damit zu einer Großmacht. Großbritannien war aber in der Zwischenkriegszeit, also Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg mittlerweile verloren, immer noch das mächtigste Land der Welt, aber diese Machtposition bröckelte langsam, weil die USA nach und nach wirtschaftlich aufholten. Ich Dieser habe auch, Aufholprozess kann ich wurde. kurz einhaken? Ich habe mir was angehört über ehemalige US-Präsidenten und da hieß es auch, dass Woodrow Wilson so zu der Zeit Präsident war und vorher Amerika immer sein eigenes Süppchen gekocht hat und der quasi diesen Kurs geprägt hat, wie Amerika ja auch oft von vielen genannt wird, dass sie so eine Art Weltpolizei sind, ne? Die überall eingreifen und nach dem Rechten sehen und dieses Selbstverständnis von wegen, wir gucken überall nach der Ordnung, dass der das quasi geprägt hat und es nachdem eigentlich nicht wirklich abgerissen ist, bis Trump wieder gesagt hat, America first und wir machen ein bisschen weniger Kriege oder so, aber vorher die ganze Zeit, ne, immer, also ob es jetzt die Bush waren oder sein Vater oder Kennedy und so weiter oder Clinton und so, unter allen von denen waren ja immer irgendwie Kriege auf der Welt und die haben immer gesagt, wir müssen da jetzt was machen, ne? Und es ist So einfach war es seitdem, ne? tatsächlich nicht. Nicht ganz? Okay. Also
Ja, Woodrow Wilson wollte dann nach dem Ersten Weltkrieg, der Deutschland wie gesagt verloren hatte, den Völkerbund gründen, also ein Vorgänger der UNO. Aber der US-Kongress versagte ihm die Zustimmung zu einem Beitritt. Das heißt, die USA stießen quasi zur Gründung einer Organisation, an der sie nicht beitreten wollten, weil der Isolationismus in den USA eben noch sehr stark war. Also Das das klingt ist ja erst fast eine wie die Wende, EU, oder? die. Wenn die EU ein Staat wäre, dann würde die ja auch nicht in die EU aufgenommen werden. Ja, aber diese Wende wurde erst komplett mit dem Zweiten Weltkrieg vollzogen. Also auch dort haben sich die USA ja bis 1941 geweigert, dort beizutreten. Und sie wurden dann, ja, sie sind dann ja auch nicht freiwillig beigetreten, sondern erst nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbor. Ich glaube, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs, die muss ich hier nicht groß erläutern, die dürfte ja Die kennt man eingeläufig ja. sein. Deutschland hat Polen angegriffen, danach immer weitere Länder in Europa überfallen. Japan Ja, hat seinen Frankreich, Eroberungszug in ne? Ja. Ostasien gestartet. Und 1941 hat Deutschland schließlich die Sowjetunion angegriffen und Japan die USA. Und damit hatten sich die Achsenmächte dann endgültig übernommen. Die Achsenmächte verloren diesen Krieg, doch währenddessen passierte noch etwas anderes Interessantes, was etwas weniger beachtet wird. Großbritannien büßte seinen Platz als führende Weltmacht in der westlichen Welt ein und die USA nahmen diesen Platz ein. Endgültig fix wurde das 1944 mit der Konferenz von Bretton Woods. Dort wurde ein neues Währungssystem entworfen, was für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1973 gelten sollte. In diesem Währungssystem wurden die Währungen der wichtigen Industrieländer an den Dollar gekoppelt und der Dollar seinerseits ans Gold. Das bedeutet, der Dollar nahm die Rolle des Punds als Weltleitwährung ein. Er ging also zwischen dem Beginn des Ersten Weltkriegs und der Konferenz von Bretton Woods, also dieser kompletten Rollenvertauschung zwischen Großbritannien und den USA im westlichen Block, haben wir einen Zeitraum von nur 30 Jahren Aber wie solche konnte das weltpolitischen passieren Prozesse. genau? Also wieso lassen sich die Briten das gefallen und wieso können die Amerikaner es einfach machen? Haben die die ausgetrickst oder waren die einfach mächtiger? Wie Nein, lief nein. das? Die USA sind wirtschaftlich aufgestiegen, also der gleiche Grund, weswegen Deutschland eine Bedrohung war. Aber mit den USA war Großbritannien halt verbündet, deswegen ging dieser Rollentausch relativ friedlich vonstatten. Und da die USA dann 1944 in der viel stärkeren Position waren, konnten sie Großbritannien halt ihre Bedingungen mehr oder weniger diktieren. Also die haben Naja, einfach auf jeden bei einem Wettrennen quasi gewonnen, weil sie es besser hingekriegt haben. Fall. Die USA haben eine größere Bevölkerung, Ja, sie haben. mehr Platz, ne? Und Ja, also die USA waren einfach demografisch im Vorteil und das britische Empire ist ja nie zu so einem gefestigten Nationalstaat zusammengewachsen, sondern es gab Großbritannien und die Kolonien. Und die Kolonien, die wurden halt mit der Zeit, also die entwickelten sich erstmal nie wirtschaftlich wie das britische Kernland und zum anderen war das auch nie gedacht, dass sie dort auf ein Niveau aufschließen. Das waren billige Rohstoffquellen, Absatzmärkte für ein paar britische Produkte, aber mehr nicht. ja, ist Es ja war auch nie total weit vorgesehen. gestreckt, ne? Also du kannst ja auch in der Zeit, wo du nicht wirklich Internet oder Telefon gut hattest, also gut, Telefon vielleicht schon, aber du konntest halt nicht so gut irgendwie die Güter hin und her bringen, wenn die irgendwie immer hin und her fahren müssen, ne? Zwischen den ganzen Kolonien. Ist Das wahrscheinlich schon. praktischer, wenn du es alles auf dem Haufen hast, oder? Großbritannien war führende Seemacht da. Das war nicht Ja, das okay. Problem. Das Problem war, dass in diesen Kolonien, also das waren ja teils Gebiete, in denen es vorher noch gar kein Kapitalismus war. Der Kapitalismus wurde da erst durch den Kolonialismus eingeführt. In diesen Gebieten entstand eine bürgerliche Gesellschaft und damit auch ein gewisser Nationalismus. Das heißt, diese Kolonien sehnten sich langsam nach Unabhängigkeit. Also die Kolonialmächte schufen quasi die Bedingungen dadurch, dass sie da eine bürgerliche Gesellschaft schufen, dafür, dass diese Kolonien am Ende unabhängig werden wollten. Und das geschah nach dem Zweiten Weltkrieg auch reihenweise. All dieser Zerfall der Kolonialimperien war erst der letzte Schritt. Also faktisch war der Übergang von den USA zu Großbritannien schon mit der Konferenz von Bretton Woods abgeschlossen. Aber kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Punkt, dem Zerfall der Kolonialmächte. Ja. Der begann schon in der Zwischenkriegszeit und beschleunigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in atemberaubendem Tempo. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden fast alle europäischen Kolonien unabhängig. Manche wie Vietnam, Ein Algerien, bisschen gibt's ja noch, ja, ne? Also auch heute noch. Frankreich ja, hat ja auch noch ganz wenig. Teile in Südamerika und so, ne? Zwar verstreute Inseln, Französisch-Guayana, Ja, ja, sowas, ne? aber die meisten Kolonien wurden gar nicht mal durch Kriege unabhängig, sondern friedlich. Vor allem bei Großbritannien hat man das sehr gut gesehen. Die Kolonialmächte und die dortigen Führungen der Kolonien einigten sich darauf, dass die Kolonien friedlich in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Und im Gegenzug erhielt halt das westliche Kapital freien Zugriff auf diese Kolonien. Davon profitierten natürlich auch die USA, die diesen Dekolonialisierungsprozess deshalb unterstützten. Die USA waren keine große Kolonialmacht.
sondern die USA waren halt die größte Industriemacht der Welt und die profitierten von diesem Dekolonialisierungsprozess sehr stark. Naja, nun gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren wir ja gerade, Konferenz von Bretton Woods 1944, 1945, Ende der Zweite Weltkrieg, Sowjetunion und USA sind die zwei großen Siegermächte. Wie gesagt, die westeuropäischen Kolonialmächte steigen immer weiter ab. USA und Sowjetunion, die zwei mächtigsten Nationen auf der Welt, USA wesentlich stärker wirtschaftlich als die Sowjetunion, aber es gibt diese zwei Machtblöcke. Und nun betreiben die USA eine immer aggressivere Politik gegenüber der Sowjetunion, symbolisiert durch die Truman-Doktrin. Also diese Doktrin besagt, dass man die Sowjetunion und kommunistischen Einfluss überall auf der Welt möglichst eindämmen soll. Auch Südamerika Auf und dieser so ist ja alles bekannt, ne? Wie sie da Kuba und Chile und so überall eingegriffen haben. Ja. Das kommt gleich. Das Das kommt später noch. Sorry, ich habe ist vorgegriffen. tatsächlich etwas komplizierter. Ja, Denn okay. in die Truman-Doktrin, damit wird beispielsweise die amerikanische Kriegsbeteiligung in Korea gerechtfertigt. Ja. Aber sie richtet sich erstmal nur gegen kommunistische Staaten. Mit Präsident Eisenhower und seinem Außenminister John Foster Dulles und dem CIA-Direktor Allen Dulles ändert sich das dann. Aus der Feindschaft der USA gegenüber kommunistischen Staaten wird eine feindselige Haltung gegenüber allen neutralen Staaten, die Vormachtstellung der USA in irgendeiner Weise herausfordern. Sei es, ob sie die Rohstoffindustrie verstaatlichen oder sei es, weil sie eine Landreform durchführen. Also das wurde eindrucksvoll untermauert mit dem Putsch 1953 gegen Mossadegh im Iran oder 1954 gegen Jacobo Arbenz in Guatemala. Also die USA nehmen unter Eisenhower eine feindselige Haltung gegenüber allen neutralen Staaten ein, ja, die nicht das machen, was sie wollen. Und ja, von diesen Staaten gibt es eine ganze Menge, denn die ehemaligen Kolonien, die machen nämlich nicht unbedingt überall das, was ihre ehemaligen europäischen Kolonialmächte ihnen sagen. Also wie gesagt, die meisten Kolonien hatten sich ja relativ friedlich geeinigt darauf, dass das westliche Kapital da weiter dominiert, aber sie politisch unabhängig werden. Aber die Kolonialmächte versuchen natürlich weiter politisch Einfluss zu nehmen, wenn die Politik in diesen Kolonien eben etwas macht, was ihnen nicht gefällt. Also man sieht das sehr schön am Beispiel des Kongo. Nachdem der Kongo 1960 von Belgien unabhängig geworden ist, gewinnt dort ein Linksnationalismus unter Führung von Patrice Lumumba immer mehr Zustimmung. Und ja, dieser Nationalismus ist natürlich absolut gefährlich für die belgischen Machtinteressen. Der belgische Geheimdienst nimmt also Lumumba gefangen und liefert ihn an katangesische Rebellen aus. Also dieses Katanga-Projekt im Kongo, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, das ist quasi ein belgischer Satellitenstaat. Das ist die Provinz im Kongo, wo durch Bergbauprojekte und anderes Belgien noch am meisten Einfluss hatte und sich eben Rebellen mit Unterstützung von Belgien vom Kongo abspalten wollten. An die wurde Lumumba ausgeliefert und dann natürlich umgebracht. Wie gesagt, wenn du als Rebellenchef den amtierenden Staatspräsidenten in die Hände kriegst, dann bringst du den natürlich um, um für Chaos zu sorgen. Belgiens Katanga-Projekt scheiterte allerdings und der pro-westliche General Mobutu wurde nach 5-jährigen Bürgerkrieg schließlich 1965 kongolesischer Präsident und errichtete eine antikommunistische pro-westliche Diktatur. Und das ist tatsächlich ein Muster, was wir in vielen weiteren Staaten sehen. Ich hatte ja eben Das schon klingt bei Mossadegh im Allende Iran. und Chile, Allende in Chile, der dann durch Pinochet ersetzt wurde, fast genauso, oder? Du bist ziemlich schnell, ja, Ja. exakt. Also sieht man sehr, sehr häufig. Ich finde das auch immer Ja. interessant, wie einerseits die USA erzählen will, Sozialismus scheitert sowieso und das kann ja gar nicht funktionieren. Aber trotzdem müssen sie da reingehen und den Machthaber umbringen, ne? Weil der würde zwar natürlich von alleine scheitern, aber man muss trotzdem gegen ihn kämpfen. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt irgendein Strategiespiel spielen würde, wo man dann denkt, naja, dieser eine Gegner, der verliert eh in ein paar Runden von alleine, dann bringt es ja gar nichts, den anzugreifen, dann wartest du einfach. Aber trotzdem sehen sie sich irgendwie gezwungen, regelmäßig irgendwo einzuschreiten und irgendwen abzusägen, obwohl der ja von alleine scheitern würde. Ne? Ja, wie gesagt, das ist diese neue, komplett feindselige Haltung, die während der Eisenhower-Zeit schon begründet wurde. Und man sieht das dann ab 1960, wie gesagt, bei diesen, also gegen Lumumba. Da hatte auch die CIA nämlich lustigerweise einen Mordplan entwickelt, den aber nicht umgesetzt, da das ja vom belgischen Geheimdienst auch schon erledigt worden war. Also, Meinst du, die haben sich miteinander unterhalten und dann haben die gesagt, nee, ihr braucht nicht, wir machen das schon? Also wir wissen tatsächlich, dass, wie gesagt, die CIA einen Mordplan entwickelt hatte und den dann nicht umzusetzen brauchte. Also Okay. hier waren es mal nicht die USA, hier war es eine ehemalige europäische Kolonialmacht, aber wir sehen das auch noch in War vielen halt anderen jemand Städten, schneller, ne? Ja. Ja. in vielen anderen Ländern, dass in ehemaligen Kolonialstaaten andauernd pro-westliche Militärputsche stattfinden, wenn irgendeine Regierung mal nicht so spurt, wie die ehemaligen Kolonialmächte das wollen.
Und die USA untermauerten diese feindselige Haltung, von der ich eben gesprochen hatte, durch zahlreiche Putsche. Zum einen, wie gesagt, Mossadegh 1953 im Iran, dann in Brasilien 1964 wurde der linke Präsident gestürzt und auch durch eine Militärdiktatur ersetzt. Und in Indonesien wurde der linke Staatschef Sukarno gestürzt und durch General Suharto ersetzt. Das sind zwar beide ähnlich, aber eine völlig andere Politik gemacht. Also auch in Brasilien die Militärdiktatur in Indonesien, die im Kongo, das waren alles antikommunistische, antisowjetische Staaten, die den Kommunismus aus diesen Regionen rausgehalten haben. Das war das Hauptziel der USA. Sie wollten nicht nur den kommunistischen Block als Ganzes schwächen, sondern sie wollten auch die Blockfreien schwächen. Sie wollten nicht, dass dort irgendwelche Länder sind, die irgendwie nach links neigen könnten, die Verstaatlichung durchführen, die kommunistische Parteien tolerieren. Das war nämlich auch der Vorteil in diesen Diktaturen. Die kommunistischen Parteien dort wurden zerschlagen und dann verboten. Also das war ein Projekt, was indirekt auch der Eindämmung des Kommunismus diente, aber sich vor allem gegen blockfreie Staaten Es richtete. gibt doch jetzt gerade in Europa auch so ein Land, was kommunistische Parteien verbietet. Wahrscheinlich Ukraine, glaube ich, oder? Ja, egal. Sorry. Nee, erzähl ruhig weiter. Mir brennen nur immer irgendwelche Fragen auf den Lippen und dann denke ich, nee, ich stelle die später und dann werden es immer mehr und dann vergesse ich die. Aber Ja, ich deswegen versuche es mir zu stell die ruhig. merken. Also, das sieht man ja häufiger, wenn die USA eine Regierung gestürzt haben, dass dann, wie gesagt, linke kommunistische Parteien stark unterdrückt werden. Also das hat schon einen strategischen Grund, genauso wie die Sowjetunion, wenn sie irgendwo einen Einflussbereich erweitern kann, in diesem Land natürlich alles dafür tut, dass pro-westliche Parteien verboten werden. Das ist keine Frage. Also das ist jetzt kein Unikum der USA. Die Kampagne der USA gegen die Blockfreien ging nur wesentlich weiter als alles, was die Sowjetunion in dieser Beziehung getan hat. Also wenn sich die ganzen, vor allem inoffiziellen Interventionen der USA anguckt, also wo sie nicht offiziell mit Militär reingegangen sind, wie in Vietnam, sondern wo sie Regierungen gestürzt haben. Man kann ja auch anders, alleine durch Sanktionen oder durch Ausschluss aus dem Dollarraum kannst du ja auch eine Menge Schaden anrichten. Das wird ja hier immer so ein bisschen als die humane, nette Methode bezeichnet, dass man sagt, ja, wir schießen ja nicht, wir machen ja nur Sanktionen. Aber da kommen teilweise Inflationen und Wirtschaftsschäden zustande, die so groß sind, dass da auch eine Menge Leute sterben. Also ein gutes Beispiel ist ja der Irak, bevor Amerika da Krieg geführt hat. Also wie die durch Sanktionen kaputt gegangen sind und wie viele Leute da gestorben sind, weil die einfach Zugang zu Basics nicht mehr hatten, wie Essen, medizinische Versorgung und so weiter. Das ist ja auch jetzt nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen und nicht so, naja, nur ein bisschen Sanktionen. Na, das war, glaube ich, ich glaube, das gab den Vergleich, dass Obama sich mal beschwert hatte, dass die irgendwie die Wirtschaftskrise, die die da hatten, während er an der Macht war, die schlimmste ist seit der Great Depression. Und verglichen damals war, glaube ich, die Wirtschaftskrise, die der Irak durch die Sanktionen bekommen hat, glaube ich, sechsmal so viel oder so. Also das war wirklich gigantisch. Die haben einfach quasi alles verloren dadurch, dass man die sanktioniert hat. Und das trifft jetzt auch nicht unbedingt nur den Machthaber, ne? Das wird ja gerne so hingestellt, wie das sind diese smarten Sanktionen, die werden persönlich dafür sorgen, dass es dem Machthaber irgendwie ungemütlich wird. Aber als erstes fallen halt die ganzen armen Leute alle um, ne? Also, wenn du halt einer ganzen Bevölkerung einfach dafür sorgst, dass alles teurer wird, also kannst du ja denken, wer da als erstes drunter leidet. Ja, selbstverständlich. Also Machthaber, die ziehen ihre Macht natürlich aus der wirtschaftlichen Stärke ihres Landes. Also wenn du, um es jetzt so Schon zynisch zu auch, sagen, ja, also aber. dafür sorgst, dass die armen Leute alle umfallen, dann hast du das Land wirtschaftlich beschädigt und dann ist der Machthaber natürlich auch geschädigt. Ja, Weil aber halt nicht so Sanktionen, geschädigt wie die Leute, die umfallen. Oder? ja, das kann dir ja egal sein, darum geht es dir ja nicht. Du willst ja den Ja. Machthaber schädigen. Also da sind diese Leute ja egal. Also diese Sanktionen, die wurden damals ja gar nicht mal so exzessiv angewandt wie heute. Es gab tatsächlich umfassende Wirtschaftsbeschränkungen im Handel mit den kommunistischen Staaten. Also damals, Kalter Krieg, also mit der Sowjetunion, da durfte man Hochtechnologie beispielsweise überhaupt nicht liefern, damit sie eben Was wäre passiert, wenn technologisch im du doch Rückstand gemacht bleibt. hättest? Das weiß ich nicht, dafür bin ich da zu wenig im Detail. Okay. Also der KGB hat ja versucht, im Geheimen an diese Technologie dann natürlich zu kommen, beziehungsweise die Sowjetunion hat versucht, eigene zu entwickeln, da war sie aber nicht so erfolgreich. Dann weiter zum Gang des Kalten Krieges. Also Sowjetunion
kommunistischer Machtblock. Ich gehe da jetzt nicht auf die Verstrickung innerhalb dieses Blocks ein. Also, dass die Sowjetunion und Jugoslawien sich zerstritten haben, dass die Sowjetunion und China sich zerstritten haben und es dann unter Gorbatschow wieder zu einer Annäherung mit China kam. Das wäre jetzt alles, würde jetzt alles zu weit führen. Es wird gerade Was von nur jemandem im wichtig. Chat gesagt, hab im Export gearbeitet und man wird als Unternehmen geblacklistet. Also sobald du irgendwas lieferst, was du nicht liefern darfst, sagt man, du, auch die Sachen, die du eigentlich liefern darfst, du fliegst jetzt komplett raus. So, du darfst hier gar nicht mehr Handel treiben. Das ist ja nicht dein Interesse, wenn du irgendwie was verkaufen willst, Ist völkerrechtswidrig. dass man dich komplett auf eine Liste setzt und sagst, du fliegst jetzt raus, ne? Ja. Ja, das ist übrigens völkerrechtswidrig. Das sind Sekundärsanktionen. Sowas ist eigentlich verboten, weil das in die Souveränität anderer Staaten eingreift. Ja, aber Großmächte und Völkerrecht, das ist ja, Ja, wir wissen es. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, ne? weil darüber immer so leichtfertig gesprochen wird, über diese Sekundärsanktionen. Naja, es war auf jeden Fall Kalter Krieg. Die Sowjetunion hängt ab den 80er Jahren wirtschaftlich immer mehr zurück. Also sie hat seit dem Zweiten Weltkrieg versucht aufzuholen und die ist nicht so richtig geschafft. Aber sie ist auch nicht groß zurückgefallen. Also das Wachstum im Ostblock war etwa so groß wie das im Westen. Aber es war halt nicht höher und das hätte es sein müssen, um ein Aufholen des Ostblocks zu ermöglichen. Das sorgt dafür, dass man in der Sowjetunion langsam beginnt, marktwirtschaftliche Reformen in den Blick zu nehmen. Also zuerst beginnt man schon unter Brezhnev den RGW, also diesen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, zu schwächen und damit die sowjetischen Satellitenstaaten in Osteuropa deren Wirtschaft zu schädigen. Und unter Gorbatschow müssen diese Staaten dann schließlich Marktpreise für sowjetische Rohstoffe zahlen. Das ist eine einzige Katastrophe. Und ihr wisst es wahrscheinlich alle, 1985, Gorbatschow ist an die Macht gekommen. 1989 waren die wirtschaftlichen Staaten in so vielen osteuropäischen Staaten so groß, dass es dort reihenweise zu Protesten und schließlich zu, ja, Revolutionen gegen die dortigen sozialistischen Führungen kam. Ostblock zerbröselte also nach und nach, ohne dass die Sowjetunion daran groß etwas tat. Also sie hoffte, ihre eigene Existenz sichern zu können, indem sie ihre Peripherie preisgab. Ein fataler Irrtum. 2 Jahre später, 1991, zerfiel schließlich die Sowjetunion. Und damit war der letzte große Konkurrent der USA, ja, besiegt. Es gibt dazu, wie man in Washington darauf reagierte, ein sehr interessantes Zitat von Paul Wolfowitz, die Wolfowitz-Doktrin, die ich hier mal zitieren möchte. Wolfowitz schrieb 1992, am 18. Februar 1992, also gerade mal 2 Monate nach dem Untergang der Sowjetunion, in seinen Verteidigungsplanungen für 1994 bis 1999 folgende Zeilen. Unser erstes Ziel ist es, das Wiedererstarken eines neuen Rivalen, sei es auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo, der eine Drohung in dem Ausmaß darstellt, wie die Sowjetunion es war, zu verhindern. Wir sind bestrebt, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle ausreichen würden, globale Macht zu erzeugen. Die USA wollen also den Aufstieg einer neuen Sowjetunion, eines neuen Rivalen verhindern. Und das ist auch völlig logisch. Diese Wolfowitz-Doktrin beschreibt eigentlich nur die Trivialität, dass jede Nation versucht, ihre eigene Macht auf Kosten anderer Nationen auszubauen. Also Und spätestens dieser seit USA. 1990, als die Sowjetunion im Arsch war, da hat ja eigentlich die USA ja eigentlich Hegemonie gehabt jetzt die letzten 30 Jahre, ne? Da hatten die Ja. ja wirklich gar keinen richtigen Gegner. Und jetzt langsam kriegen sie wieder Konkurrenz, ne? Jetzt langsam wächst es wieder. Sorry, ich habe wieder vorweggenommen, aber ich Du wollte es nochmal ein sprichst es schon bisschen. an, der Aufstieg Chinas. Dieser begann. Aber nicht nur China, oder? Indien doch auch, ne? Ja, Indien wird auch langsam immer stärker, aber Indien hat wirtschaftlich noch lange nicht das Niveau erreicht, das mit den USA aufnehmen könnte. Naja, aber sie sind ja China, auf einem ganz guten Weg gerade, ne? ja, sie sind auf einem guten Weg und wenn das Wachstum da so weitergeht, dann wird Indien die USA allein schon aus demografischen Gründen überholen. Also auch weil, wie die USA, nachdem dort das Wachstum so hoch war, Großbritannien schließlich überholt haben. Ja, auf jeden Fall, China, unter Mao Zedong hatte China ein ähnlich hohes Wachstum wie der Durchschnitt der Weltwirtschaft. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich will ja jetzt auch nicht auf die Details eingehen, aber unter Mao holte China gegenüber dem Rest der Welt nicht auf. Die chinesische Wirtschaft stabilisierte sich zwar nach Jahrzehnten von Bürgerkrieg, aber die Planwirtschaft war nicht in der Lage dazu, hohes Wachstum zu erzeugen. Es änderte sich schließlich mit den Marktreformen unter Deng Xiaoping, die ungefähr ab dem Jahr 1978 angestoßen werden wurden. China gab verschiedene Preise frei, also noch nicht alle Preise sofort. Es führte keine Schocktherapie durch, wie das in der Sowjetunion geschah.
beziehungsweise in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Dort wurden, also die Sowjetunion ist ja dann 1991 zerfallen und in den verschiedenen Nachfolgestaaten, die es gab, wurden überall das gleiche wirtschaftliche Rezept angewendet. Die Preise wurden freigegeben, der Wechselkurs wurde freigegeben, die Zölle wurden größtenteils beseitigt und ja, die Unternehmen sollten schnellstmöglich privatisiert werden. Dies sollte den Nachfolgestaaten der Sowjetunion dann die Beglückung unserer westlichen Marktwirtschaft bringen. Also Wohlstand, Freiheit, Demokratie. Also ihr seht selbst, wie demokratisch Russland oder die Ukraine oder Kasachstan heutzutage sind. Also Branko Milanovic hat dazu im Jahr 2014 einen interessanten Aufsatz geschrieben, in dem er konstatiert, dass ungefähr ein Zehntel der damaligen Bevölkerung tatsächlich das bekommen hat, was versprochen wurde, Aber nämlich Demokratie und Wohlstandszuwachs. ich habe kürzlich gelernt, dass die Ukraine ein demokratischer, wundervoller Staat ist, der jetzt einfach, der kürzlich halt angegriffen wurde von so einem Diktator, aber dass das vorher richtig geil war. Habe ich so gehört. Freiheitlich, demokratisch, fortschrittlich. Ja, was Demokratie angeht, das stimmte vor dem pro-westlichen Umsturz 2014 tatsächlich. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Demokratie, auf die Ukraine eingehen. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Ukraine eingehen. Aber nur mal ganz kurz, das ist ein Land, wo Gewerkschaften verboten, wo Streiks verboten sind. Das ist ein Land, wo du kein Wort gegen die Regierung sagen darfst, ohne im Knast zu landen. Das ist ein Land, wo Journalisten verfolgt werden. Also, Und wo das Stefan ist ein Land, Bandera wo du, aber wenn ein du Held ist auch, ne? weiß gar nicht, was an dem problematisch sind. Also, wer an dem problematisch ist. Hast gesehen, der Melnik bei Jung und Naiv wahrscheinlich. Das war Ja, schon, ja. meine Güte, das war eine Nicht nur der, Veranstaltung, es aber. gibt Briefmarken mit Bandera in der Ukraine. Es ist kein Zufall, dass der da Botschafter geworden ist. Aber ich will jetzt nicht zu sehr auf die Ukraine eingehen. Das ist ein spezielles Thema. Da werden wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen Ist kommen. aber risky, sonst kommen wir wieder in irgendwelche Streams und wenn die nennen uns Verschwörungstheoretiker oder so. Ich distanziere mich, ich finde die Ukraine klasse, ist ein tolles Land. Alles super da. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Aufstieg Chinas. In den restlichen postsowjetischen Staaten im Ostblock wurde Schocktherapie durchgeführt. Es war eine einzige Katastrophe. Wohlstandszuwachs hat es in vielen Ländern nicht gegeben, zumindest nicht so wie versprochen. Ganz im Gegenteil, die Länder sind gegenüber dem Westen noch weiter zurückgefallen. Linksextrem war das übrigens in der Ukraine. Also dort war der wirtschaftliche Einbruch noch viel schlimmer als in Russland und die wirtschaftliche Erholung, die es dann ab den 2000ern gab, war viel schwächlicher. Und jetzt durch den Krieg sowieso, also absolute Katastrophe. Schocktherapie. In China ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat langsam einzelne Preise freigegeben. Man hat nicht alle, also nicht überall Schocktherapie durchgeführt, sondern langsam einzelne Preise freigegeben, langsam die Unternehmen noch in Staatsbesitz belassen, aber langsam marktwirtschaftlichen Prinzipien angenähert. Man hat langsam ausländischen Unternehmen erlaubt, in den chinesischen Markt einzutreten, aber man hat Wechselkurse. Den Wechselkurs beispielsweise streng kontrolliert gehalten, noch bis in die 2000er hinein. Also China ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man diese Reformen sehr langsam angeht. Dann führt das nämlich zu einem beeindruckenden wirtschaftlichen Wachstum. China ist seit den 80er Jahren, also wirklich durchgängiges Wachstum bis Ende der 80er Jahre. Dann gab es eine kurze Krise wegen hoher Inflation, weil man eben die Reformen zu schnell durchgeführt hat, weil man nicht darauf geachtet hat, die makroökonomische Stabilität zu wahren. Wie gesagt, wenn man zu viele Preise auf einmal freigibt, dann steigt das Preisniveau. So ein steigendes Preisniveau, das sorgt natürlich dafür, dass Unternehmen nicht mehr vernünftig planen können, dass die Zinsen verrückt spielen. Das ist in allen Staaten, wo man Schocktherapie durchgeführt hat, passiert. Aber in China hat man das relativ schnell wieder in Kontrolle gebracht, die Reformen gestoppt und dann Anfang der 90er Jahre, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wieder aufgenommen und nach eine Marktwirtschaft eingeführt. Ende der 90er Jahre hat man dann den Wechselkurs nochmal abgewertet, um garantiert einen zu schwachen Wechselkurs zu haben und Handelsüberschüsse zu erzielen, damit man sich gegenüber dem Ausland nicht verschulden musste und damit es keine Finanzkrisen gibt. Und das war sehr erfolgreich. China hat in den 2000er Jahren teils zweistellige Wachstumsraten erzielt und das ging in den letzten Jahren munter so weiter. Also wenn sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft anguckt, dann konnte das nicht mal durch Corona dauerhaft gestoppt werden. China holt also in einem atemberaubenden Tempo auf. Es ist technologisch dabei, in wichtigen Bereichen Technologieführerschaft zu übernehmen, beziehungsweise zumindest aufzuholen. Also wir sehen, dass China auch beispielsweise bei der Chipsproduktion mittlerweile. Jetzt ist er Also das ist abgestürzt. ja. Ah, da bist du wieder. Du hast gerade einen kurzen Aussetzer. Ja, du hast gerade gesagt, China bei der Chipsproduktion.
Ja, China hat bei der Chipproduktion mittlerweile erheblich aufgeholt, eben weil der Staat nicht so stark gefördert wird. Bei den erneuerbaren Energien, ich glaube, die Hälfte der weltweiten Investitionen, Chat korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird gerade in erneuerbare Energien, kommt gerade aus China. Das heißt, China ist in vielen Technologien vorne mit dabei. China holt wirtschaftlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich atemberaubendes Tempo auf. Man hört ja immer Es wurde sowas, auch wenn da. es um Erneuerbare geht, dann sagen ja hier ständig Leute, ja, bringt eh nichts, solange China nicht mitmacht. Aber das stimmt wohl nicht, ne? Also China macht wohl mit und ist wohl auch noch sehr, Ja, sehr schnell dabei, ne? Das habe ich auch jetzt, ich habe mir im ja. Vorfeld ein bisschen was angeguckt von Frank Sihren beispielsweise, deutscher Journalist, der, glaube ich, seit den 90ern in Peking wohnt und das da alles live mitbekommt und sich sehr damit beschäftigt. Eine Sternstunde hatte ich noch geguckt über China. Und die sind, was so ja, erneuerbare Energien angeht, eigentlich ziemlich gut auf dem Vormarsch. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Zu diesen, was für Auswirkungen dieser Aufstieg hat, dazu kommen wir nachher. Erstmal, wie haben die USA in den 90ern, wie gesagt, Wolfowitz hatte festgestellt, wir sind die einzige Weltmacht, in den USA das dann gehandhabt? Nun, in den USA kam es zum Aufstieg einer neuen, relativ radikalen Gruppe, den Neokonservativen, die dann mit der Präsidentschaft George W. Bushs auch über die US-Außenpolitik bestimmen durften. Kurz nach Ja, wir Antritt wissen, wie des das ausgegangen ist. Ja. Ja, kurz nach Amtsantritt konstatierte schon ein Bericht der Bush-Regierung, der Wandel wird lange andauern, wenn nicht ein apokalyptisches Ereignis wie Pearl Harbor eintreten wird. Und mit den Anschlägen vom 11. September bekamen die Neokons dann ihr Pearl Harbor und konnten damit erstmal den Angriffskrieg auf Afghanistan rechtfertigen. Dieser Angriffskrieg, der war keineswegs irgendwie eine Reaktion auf 9-11, der war von langer Hand geplant. Die USA planen nämlich nicht nur in Afghanistan einzumarschieren, sondern auch im Irak, Sudan, Libyen, Da Iran. gab Eigentlich es nachträglich dann 7 Quellen, ne, Kriege in die 5 Jahren. vorher waren, die Ja. das angekündigt haben, oder? Wesley Clark hat das berichtet. 7 Kriege in 5 Jahren. Und diese Welche sieben Kriege, waren das? Also Irak, Afghanistan kennt man, welche waren die anderen? ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Wie gesagt, Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran. Das waren die Länder, wo die USA einmarschieren wollten. Und wenn ihr diese Länder mal aus den Nachrichten mitverfolgt habt, dann ist es zumindest im Irak und in Afghanistan zu diesen Kriegen gekommen. Also in Afghanistan haben die USA den 11. September als Legitimation verwendet. Und im Irak, da haben sie sich ausgedacht, er hätte Massenvernichtungswaffen, die er dann nicht hatte. Ja, und die Ging Brutkastenlüge auch. gab es ja auch noch. Kennst du das? Nee, das war was anderes. War das Das nicht auch war. Irak, wo man gesagt hat, guck mal, die schmeißen hier die Babys auf den Boden und so, und dann stimmte das gar Nee, nicht? das war 10 Jahre vorher. Das war der Ah, das war der erste, irakische der Angriff auf vorherige. Kuwait. Ah ja, okay. Irak hatte durch den Krieg gegen den Iran vorher relativ hohe Schulden Das war der und Vater, ne? zugleich Das hat es war, dann. also der auch George Bush heißt, aber nicht George W. Bush, sondern George Hartwell Bush hieß er, ne? Der vorher. Herbert Walker Bush, ja. Herbert Walker Bush? Ne? George Herbert Ja. Walker. Okay, also rum, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Diese zwei Kriege führten zu einer Besetzung eben dieser Länder und dort brachen langwierige Bürgerkriege aus. Wenn diese Besatzung nicht so kompliziert gewesen wäre, können wir davon ausgehen, dass die weiteren Kriege, die die USA dann noch führen wollten, auch geführt werden. Wir haben ja in den folgenden Jahren auch gesehen, wie gesagt, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, dass diese Länder entweder vom Westen weggebombt oder vom Westen zumindest destabilisiert wurden. In Syrien lieferte der Westen beispielsweise Waffen an Rebellenmilizen, um das Assad-Regime zu stürzen. Das scheiterte. In Libyen, da bombte eine Koalition aus verschiedenen westlichen Staaten Gaddafi aus dem Amt. Und ja, das Land ist bis heute im Bürgerkrieg Das war bei versunken. dem ja auch Also. interessant, wie oft Gaddafi abwechselnd der Böse und der Gute war. Also wenn man sich die Fotos anguckt, der hat irgendwo, glaube ich, hat er ein Flugzeug abgeschossen oder irgendeine Disco wurde bombardiert und dann war der überall der Top-Terrorist und man fand den richtig scheiße. Und kurz danach gab es dann wieder Fotos mit irgendwie Gerhard Schröder und Co., wie er dann doch wieder zu Besuch war und dann war er doch der Gute. Und plötzlich war er wieder der Böse und alle meinen, der muss jetzt sofort tot gehen und sowas. Ne? Das hast du ja vielleicht auch mitbekommen. Also gut, du bist jetzt ein bisschen jünger als ich. Du hast wahrscheinlich nicht live mitgekriegt, aber. Also, ich habe das damals auch erst irgendwie gehört, dass der böse ist und plötzlich war er dann überall zu Gast und man denkt so, wie der Typ, das war doch eben noch ein Terrorist, wieso ist er denn jetzt wieder Kumpel von den allen? Und dann war er wieder böse. Wann war das? So 2010 oder so, ne? Irgendwie so in dem Dreh? Oder wann? 2011 wurde er gestürzt. Ja, okay, ja, ungefähr in Das war dem der Dreh war arabische das, ne? Frühling. Ja, aber ungefähr in dem Dreh war das, dass der irgendwie gewechselt ist immer zwischen irgendwie Freund und Feind und das ging immer so hin und her und man dachte, was ist er denn jetzt? Ja.
Aber es ist auch interessant, wie die Bush-Regierung nach dem 11. September agierte. Sie startete quasi einen Krieg, der niemals enden sollte. Also Bush sagte ja, wir müssen die Achse des Bösen bekämpfen, und dort würfelte er dann Länder wie den Irak, den Iran und Nordkorea, die relativ wenig miteinander zu tun hatten, zusammen. Also das kommunistische Nordkorea, der schiitische Iran und der sunnitische Irak, oder ja, Saddam Hussein hatte da offiziell schon die Konfession gewechselt, um seiner Bevölkerung vorher im Irak-Krieg seine Aber Kriegsbeteiligung so schmackhaft zu gläubig machen. war er Eigentlich auch war, gar nicht, oder? Also Saddam nee, war Hussein auch war nicht, nicht aber wirklich ein Hussein war gläubiger eigentlich, Mensch, ne? das war eine eher sunnitische Clique, also sein Regime, was da an der Macht war. Ja, aber auch Ist eher jetzt so auch auf dem egal, was für ein Papier, Mensch er ne? war. Aber ja, Ist okay. jetzt auch egal, was für ein Mensch er war. Wichtig ist, dass diese drei Länder sich laut Meinung der US-Regierung angeblich verschworen hätten, um Terroristen zu unterstützen. Also wir haben es hier mit einer glasklaren Verschwörungstheorie zu tun, der Ja. dann diese Kriege gerechtfertigt werden sollten. Wie gesagt, es kam dann zum Glück nicht zu all diesen Kriegen, aber es kam zu zahlreichen weiteren amerikanischen Militärinterventionen. Die USA haben diesen Krieg gegen den Terror auch bis heute offiziell nicht beendet. Es ist ja der Drohnenkrieg, den die USA bis heute führen, der wird auch damit gerechtfertigt, dass man angeblich den Terror schwächen will. Also inwieweit es Terroristen schwächt, wenn man ein ganzes Land in Schutt und Asche legt und dort Naja. rechtsfreie Räume Also man sieht lässt, ja in dass vielen Ländern, dass es auch denen hilft, wenn die dir irgendwie erzählen können, guck mal, die Amis, die haben einen Verwandten von dir umgebracht, dann bist du viel eher gewillt, dich den Terroristen anzuschließen, als wenn die gar nicht da gewesen wären, ne? Und dass man ja sieht, dass der Zuwachs bei Terroristen auch immer steigt, wenn man ein klares Feindbild hat und auch noch belegen kann, dass die wirklich jemanden von deiner Seite umgebracht haben. Es gibt auch in einem Buch von Noam Chomsky, den kennst du ja sicher, was ich kürzlich manchmal reingelesen hatte, da hat er auch gesagt, dass wenn man also er hat immer so ein Alien, glaube ich, als Beispiel genommen. Er meinte, wenn ein Alien von oben drauf guckt und nicht weiß, wer wer ist, und man sagt, hier, das ist War on Terror und das andere ist Krieg, oder das andere ist Terrorismus, dass man das eigentlich nicht wirklich unterscheiden könnte, weil eine gute Begründung, warum man wen anders wegbombt, lassen die sich halt alle einfallen. Aber dass irgendwie War on Terror, dass Amerika jetzt im ganzen Nahen Osten irgendwie alles zerschießen muss, so, dass kannst du ja eigentlich auch Leuten nicht wirklich erklären, außer du baust vorher auf, das sind alles Terroristen und die müssen jetzt sofort weg oder sowas, ne? Aber für die sind wahrscheinlich die Amis die Terroristen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die Propaganda der jeweiligen Seiten, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, wozu war dieser Krieg eigentlich da? Er Ja. diente eben dazu, dieses neue amerikanische Jahrhundert zu sichern. Er diente dazu, kleine, eigentlich an sich für die USA nicht gefährliche Regime zu beseitigen. Sei es das Taliban-Regime in Afghanistan oder sei es Saddam Hussein im Irak, sei es Bashar al-Assad in Syrien oder Muammar al-Gaddafi in Libyen. Aber Saddam Es ging Hussein war ja darum, auch eine Zeit lang Verbündeter von USA. Der hat da nur nicht so gespurt, wie die ja, die wollten. Taliban auch. Also, Ja. das sind, wie gesagt, ich bin gerade nicht auf die Details eingegangen. Wenn Wenn ihr wir das uns daran genauer wissen verstricken. wollt, es gibt da so eine ganz lange Rede von Volker Pispers. Die kennt ihr ja wahrscheinlich. Ne? Die ist sehr durch die Decke gegangen. Ne? Egal. Ja. Guckt euch das an, wenn ihr es näher wissen wollt. Naja, auf jeden Fall starteten die USA diesen Krieg gegen den Terror, und der war teils ein Erfolg. Also, wie gesagt, manche Regierungen wurden beseitigt, die USA los werden wollten. Teils war er nicht so ein Erfolg, da das in der Region halt einen nicht so beliebt macht, wenn man ja zahlreiche Kriege führt und dann vorher sagt, man sei fürs Völkerrecht oder sonst was. Also diese Divergenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die hat dem Ruf der USA jetzt nicht unbedingt gut getan, und es kann auch sein, dass man das in Washington unterschätzt hat. Aber das alleine reicht ja noch. Das alleine führt natürlich nicht dazu, dass die USA irgendwie absteigen. Dafür müssen die materiellen Verhältnisse gegeben sein. Und die sind Naja, jetzt aber eben durch den wirklich Aufstieg gewonnen haben sie Chinas. ja auch nicht. Also so ein Krieg kostet ja eine Menge. Du schickst da eine Menge Leute rein, du brauchst eine Menge Material und du kannst natürlich einen Konkurrenten schwächen, aber also man, gut, vielleicht kann man ein bisschen Öl mitnehmen, aber ob's da, also ich glaube, die USA haben durch Afghanistan, Irak, Vietnam und Co. eher verloren als gewonnen, oder? Durch Afghanistan, ja, Also die haben da kann so viel man reingepumpt wissen. und ob sich das gelohnt hat? Wie gesagt, also in Libyen, da haben die U also da gab es nur ganz kurzen Militäreinsatz, und die Regierung Gaddafi ist heute weg. Also man hat Gut, das keinen ging schnell, regionalen ja. Machtblock, der sich dem Westen entgegenstellen könnte. Also wie gesagt, Land ist dann im Bürgerkrieg versunken, und es gibt also keine Konkurrenz mehr. Ein Teil des Landes ist sogar von türkischen Truppen, also von den Truppen eines NATO-Verbündeten besetzt, die dort mit der international anerkannten Regierung, sprich islamistischen Milizen, verbündet sind. Ja, Also aber also Vietnam und Afghanistan war ja schon eher ein Verlust als ein Sieg, oder?
Ja, das waren einzelne Länder. Ich hatte ja, wie gesagt, Hm, diese okay. ganzen verdeckten Operationen, diese ganzen Putsche erwähnt, die Ja. wesentlich wichtiger waren als Vietnam. Also Indonesien war wichtiger als Vietnam, der Kongo war wichtiger als Vietnam. Das war alles viel relevanter als diese eine Niederlage in Vietnam. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben jetzt die USA, die diesen Krieg gegen den Terror führen, sich damit vielleicht ein bisschen verzettelt haben, die wirtschaftlich 2007, 2008 die Finanzkrise erleben. Also wirtschaftlich nochmal einen Schock erleben. Und gleichzeitig kommt jetzt noch ein Akteur dazu, den wir bisher gar nicht erwähnt haben. Die Länder in Europa, wie gesagt, die Kolonialmächte, die sind ja während des 20. Jahrhunderts durchgängig abgestiegen. Die haben sich mittlerweile zur Europäischen Union zusammengeschlossen. Und diese Europäische Union wird von der weltweiten Finanzkrise 2007, 2008, danach von der Eurokrise, dann von der Corona-Krise und jetzt von dem aktuellen Wirtschaftskrieg gegen Russland wesentlich härter getroffen wirtschaftlich als die USA. Das heißt, wir erleben auch eine Machtverschiebung im westlichen Block. Nachdem sich dieses vereinte Europa in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hatte, beginnt es jetzt, Anfang der 2000er seinen Zenit zu erreichen und langsam an Macht zu verlieren. Das ist auch eine Entwicklung, die man im Blick haben muss, da sie sich aktuell zu beschleunigen scheint. Der Anteil des Dollars am SWIFT-System, um mal einen Indikator zu nennen, ist mittlerweile auf einem Rekordhoch, nicht weil der Dollar plötzlich so beliebt wäre, und beispielsweise Yuan oder der Yuan absteigen würde, nein, sondern weil der Anteil des Euros dermaßen crasht, weil niemand mehr den Euro haben will. Euro ist mittlerweile eine komplett toxische Währung. Die Europäische Währungsunion ist dauernd in irgendwelchen Währungskrisen. Das hat auch viel mit innerer Zerrissenheit zu tun. Die befindet sich dauernd in irgendwelchen Krisen. Also Europa ist kein eigenständiger Machtblock, sondern wir erleben gerade einen Abstieg Europas, der eigentlich schon seit der Weltfinanzkrise stattfindet. Okay. Kann man dagegen was machen oder hat man da einfach verloren und das ist jetzt so? Ja, das ist interessant. Aktuell beschleunigt die europäische Politik durch diese Sanktionen gegen Russland diesen Abstieg sogar noch. Also wir sehen gerade, wie die Wirtschaft in Europa immer mehr geschwächt wird durch diese Sanktionen, durch falsche Entscheidungen der Zentralbank, durch zahlreiche wirtschaftspolitische Entscheidungen. Und die Wirtschaft in den USA davon eher profitiert. Also wir sehen schon den Anfang einer neuen Blockkonfrontation. Ich hatte dir da ja ein paar Grafiken gesendet, die den Anfang davon zumindest schon mal zeigen. Soll ich die einblenden? Ja. Okay, warte. Blend mal zuerst die zweite Grafik, die ich dir geschickt hatte, ein, damit man Ja. sieht, wie die Bedeutung Chinas zugenommen hat. Okay, Moment. Ich muss die Also erst alle raussuchen. Ja, drei haben wir. In der Reihenfolge, wie du sie geschickt hast. ja, zwei bitte zuerst. Okay, warte. Die zweite zuerst. Ja. Okay, warte. Also in der Grafik sehen wir nämlich, wie der Anteil Das ist Chinas die an der zweite. Weltwirtschaft immer weiter zunimmt, gleichzeitig der Anteil Russlands immer weiter abnimmt. Wie gesagt, Naja, durch die Schocktherapie beziehungsweise russische. hier stagniert, ne? Aber hier geht es immer ein bisschen Ja, hoch bei und runter, aber 2%. Also ja. das ist nicht annähernd vergleichbar mit der Sowjetunion. Ja. Also Also ja, hier wir ist sehen. 1990 seitdem halbiert und dann da geblieben, ne? Aber gut, Ja. Sowjetunion war ja nicht nur Russland, da waren ja noch ein paar andere Staaten mit drin. Ja, wie gesagt, also das sind diese Entwicklungen, die wir gerade beobachten und auf die ich hinweisen will. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas, dann die relative Machtverschiebung im westlichen Block, die wir jetzt schon wieder erleben, die zu Lasten Europas und zugunsten der USA geht. Und ja, der Abstieg Russlands und der postsowjetischen Soll ich Staaten. eine andere Grafik Also noch einblenden oder die hier erstmal nur? ja, denn ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Donald Trump hat 2000, während seiner Präsidentschaft, nämlich eine, jetzt kannst du die zwei anderen Grafiken einblenden, Welche hat während seiner zuerst? Präsidentschaft eine, egal, beide gleichzeitig am besten. Oh ja, das ist schwierig, glaube ich, aber. Donald Trump hat während seiner Präsidentschaft nämlich eine ganz interessante Kehrtwende vollzogen. Die USA hatten ursprünglich versucht, seitdem Nixon China besucht hat, also die USA haben damals den Bruch zwischen China und der Sowjetunion ausgenutzt. Seitdem haben die USA versucht, China in diese globalisierte Weltwirtschaft, in den Kapitalismus zu integrieren und ja, eine vernünftige Beziehung mit ihnen aufzubauen, obwohl da eine kommunistische Partei an der Macht war. Obwohl in der Hoffnung, dass diese Partei irgendwann gestürzt würde oder dass China sich ja dem amerikanischen Hegemonialanspruch unterordnen würde. Ja, Jetzt und ist hier, aber etwas passiert. weil, also falls man das nicht richtig lesen kann, ASEAN, das kennen, glaube ich, manche nicht, das ist Das sind die Südostasien, ne? ASEAN-Staaten. Ja. Das sind Ja, also das ist das ist so so ein Philippinen, Zusammenschluss an Indonesien und sowas alles, ne? ja.
Das ist ein Zusammenschluss von Staaten in Südostasien, eher Okay. pro-westlich orientiert. Was haben wir hier Und noch? Das hier, da ist auch wieder, ne? Japan ist noch dabei, aber. ja, was man in diesen zwei Grafiken, wie gesagt, Donald Trumps Kehrtwende. Donald Trump hat die US-Regierung nämlich beschlossen, ja, einen Wirtschaftskrieg gegen China zu fahren, Technologiesanktionen beispielsweise gegen Huawei. Es wurde auch beispielsweise kurzzeitig ein TikTok-Bann diskutiert und durch Handelszölle. Man hat also direkt versucht, Chinas Position im Weltmarkt zurückzudrängen. Das sieht man daran, dass der Handel zwischen den USA und China zurückgeht, während der Gesamthandel, den sowohl die USA als auch China betreiben, steigt. Also der Anteil Chinas am US-Handel nimmt und der Anteil der USA am Handel Chinas nimmt ab. Was ist eine Strategie, die wir hier jetzt auch, die wir jetzt langsam hier in Europa mit 6-jähriger Verzögerung fast diskutieren und die unter dem Namen De-Risking bekannt wird? Das ist so ein Euphemismus dafür, dass wir ja, uns unabhängiger von China und abhängiger von den USA machen. Und dieses De-Risking, man kann es, glaube ich, so extrem schreiben, das sind Kriegsvorbereitungen. Das sind Vorbereitungen auf einen großen Wirtschaftskrieg. Sowohl in den USA als auch in China weiß man, dass man sich in der Thukydides-Falle befindet. Also In der was? eine Macht steigt auf, Thukydides-Falle. Ich erkläre es gerade. Eine Macht steigt auf, nämlich China. Und die andere Macht, die USA, die wollen das unbedingt verhindern. Und das erhöht halt die Kriegsgefahr. Thukydides, das ist ein griechischer Historiker, der hat das damals im alten Griechenland in Bezug auf Athen und Sparta beschrieben. Aber der Sparta stieg damals auf und das führte dann schließlich zum Peloponnesischen Krieg, also dem, ja, wohl schrecklichsten Krieg der griechischen Antike, den diese Region erlebt hat. Und diese Thukydides-Falle, die bezeichnet, das meint eben die Kriegsgefahr. Die Kriegsgefahr zwischen den USA und China, die ist dank der Atomwaffen mehr oder weniger gebannt. Also es ist unwahrscheinlich, dass es zu einer direkten Konfrontation kommt, aber so ein Krieg kann auch wirtschaftlich ausgetragen werden. Das hätte verheerende Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Und dieses De-Risking oder Decoupling oder wie man es jetzt auch immer nennt, das sind eben Vorbereitungen auf diesen kommenden Wirtschaftskrieg, mit dem beide Seiten rechnen und der von den USA eigentlich schon in milder Form begonnen wurde und der in jetzt sehr viel aggressiverer Form gegen Russland geführt wird, da Russland sich eben dem westlichen Hegemonialanspruch nicht unterordnen wollte. Russland hat nämlich das Monopol des Westens auf Angriffskriege in Frage gestellt, durch das es in der Ukraine einmarschiert ist. Ich hatte schon bei unserem letzten Gespräch auf den Vortrag von Frère Kuisken bei 99 zu 1 verwiesen. Das ist eine ziemlich treffende Analyse, die er da trifft und die ich auch so teilen würde. Russland bedroht damit den westlichen Hegemonialanspruch, dass es die Ukraine angreift und damit sein eigenes Einflussgebiet versucht, gewaltsam auszudehnen. Etwas, was in der Vergangenheit nur der Westen tun durfte. Zumindest in den letzten 30 Jahren, wo Sowjetunion untergegangen war. Und dieser Angriff auf den westlichen Hegemonialanspruch, der ist so katastrophal, dass der Westen jetzt keinen Spaß mehr versteht und Russland als geostrategischen Konkurrenten betrachtet und jetzt endgültig schwächen will. Aber das hört man Diese ja recht Sanktionen selten in sind. der Öffentlichkeit, ne? Da heißt es ja eigentlich immer, nee, nee, der ist einfach ein schlimmer Diktator, der greift die an, weil der so ein größenwahnsinniges Arschloch Ja. ist. Und bei den anderen sagt man ja, das ist ja was anderes. Oder Ja, man lenkt Angriffskriege ab darf man oder nicht führen. ja, ich Ja, Angriffskriege verurteile darf man auch nicht alle führen. Angriffskriege, aber ich sehe es zum Aber Beispiel auch immer, dass wenn du zum hast mich nicht Beispiel. ausreden lassen. Okay, Du hast mich Entschuldigung. nicht ausreden lassen. Angriffskriege darf man nicht führen, außer in Serbien, außer im Irak, außer in Afghanistan, außer in Libyen. Also Nee, nee, außer nee, da, da wo der musste Westen man ja irgendein immer Problem mit einer Regierung Terroristen, hat. da musste ja immer, immer irgendwelche Terroristen Ja. stürzen. Ne? Ja, ich sag's ja. Also außer da, wo der Westen halt ein Problem mit einer Regierung hat. Es geht um dieses Monopol auf Angriffskriege. Das ist durch den russischen Einmarsch in der Ukraine bedroht. Und jetzt sieht man Russland halt als Konkurrenten und hat, glaube ich, auch in westlichen Hauptstädten die Hoffnung aufgegeben, dass sich daran in absehbarer Zeit irgendetwas ändert. Damit hat man jetzt einen großen Wirtschaftsraum, den man durch die Schocktherapie eigentlich relativ zahm und relativ ungefährlich gemacht hatte, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, den hat man jetzt in die Arme Chinas getrieben. Und diese Sanktionen, die truppen absolut nicht so, wie man sich das zuerst gedacht hat. Also Baerbock tönte ja davon, diese Sanktionen werden Russland ruinieren. Gut, die russische Wirtschaft erholt sich aktuell und wen es ruiniert, das sind, wie gesagt, wir Europäer. Erleben nämlich, wie schon vorhin beschrieben, eben diese große Machtverschiebung weg von der Europäischen Union hin zu den Hier, Vereinigten Staaten. ich blende So ein dazu mal was Blockverschieben. ein. Hier, wo du das gerade gesagt hast, falls manche nicht mitbekommen haben. Quelle ZDF heute, ne, Mainstream Media, vom August. Sanktionen ohne Erfolg, Baerbock enttäuscht.
Also Ja, sie sagt das völlig selber, ja. offiziell. Das ist jetzt, weil jetzt immer gesagt wird, oh ja, das ist Schwurbel oder so. Quellen sind ZDF und Baerbock selber. Und sie hat gesagt, sorry, wir haben uns das anders vorgestellt, hat doch nicht funktioniert. Also wir haben jetzt, es hieß es ja vorher auch immer von gewissen Leuten, die die Ampel kritisiert haben, dass die gesagt haben, die Sanktionen wird nicht das bewirken, was man vorhat. Oder man hat ja auch, glaube ich, teilweise gesagt, wir kaufen kein Gas von Russland, aber dann kauft man es von Indien und Indien hat es vorher aus Russland gekauft. Also es fährt nur einmal um eine Ecke und wird teurer, aber an sich ändert sich nicht viel. Ne? Und ja, jedenfalls hat sie sich jetzt deutlich enttäuscht gezeigt, dass es nicht funktioniert hat. Sanktionen könnten nur das Vorspiel zu einem noch viel größeren Wirtschaftskrieg gegen China sein. Das ist nämlich die Meinst du? Gefahr, die wir gerade Aber wenn sehen. man jetzt Ja. richtig auf die Schnauze fällt und sagt, fuck, hat nicht funktioniert, sollte man dann nicht daraus lernen und im nächsten Fall Wieso hat das nicht sagen. funktioniert? Also, du musst gerade mal differenzieren. Aus wessen Sicht hat das denn nicht funktioniert? Aus Europas Sicht, ne? Ja, aus Europas Sicht. Aber die Ja. USA, die tragen ja keinen großen Schaden davon. Ganz im Gegenteil. Die US-Wirtschaft floriert gerade durch Bidens Inflation Reduction Act, findet sogar eine leichte Reindustrialisierung statt. Biden hat so viele Industriejobs geschaffen wie kein US-Präsident in den letzten 40 Jahren. Also für die USA läuft es gerade relativ gut, auch wenn die Aber Achtung, Zinserhöhung das der wird Fed auch da jetzt bald ins Kontor schlagen werden. nicht, dass jetzt eine Verschwörungstheorie kommt, dass die USA Europa ins offene Messer laufen lassen wollen, weil sie dann Konkurrenten erwarten. Nee, das ist ja kein Geheimnis, dass die USA Europa von sich abhängig machen will. Warum haben die USA jahrelang Nord Stream 2? Das ist kein Geheimnis, das liegt offen zutage. Du kannst dir angucken, was die USA mit Nord Stream 2 gemacht haben. Unsere völkerrechtswidrige Also, Sekundärsanktionen gegen die wer erlassen. weiß, wer das gesprengt hat? Keine Ahnung. Ja, nicht gesprengt, nicht gesprengt. Ich habe nicht von gesprengt Ja, geredet. okay. Ja, die letzten Jahre, als vor allem dann von Nord Stream 2 ja Einstand noch funktioniert. Also wenn die Bundesregierung wollte, könnte sie dadurch noch Gas leiten. Also nur mal so. Echt? Es ist noch heile Aber genug, dass es noch funktioniert, oder wie? ein Strang von Nord Stream 2 funktioniert noch, die zwei von Nord Stream 1 sind kaputt und einer von Nord Stream 2. Ja gut, da kannst du noch ein bisschen, aber ne, du hast schon eine Menge Schrott gemacht. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, die USA haben jahrelang Nord Stream 2 versucht zu sabotieren, eben einerseits wegen Partikularinteressen der US-Fracking-Industrie, andererseits aber ganz wichtig, weil es Europa näher an Russland bindet. Und genau das wollte man verhindern. Kennst Man du will von Europa möglichst nah an die Vereinigten Staaten binden. Joe Biden hat ja mal gesagt, if Russia invades, there will be no longer Nord Stream 2. Und dann wurde er gefragt, wie er das macht. Und dann sagte er, I promise, we will bring an end to it. Und dass die jetzt verdächtigt werden, völlig an den Haaren Wie gesagt, herbeigezogen. du solltest da nicht sagen, sonst bist du ein Verschwörungstheoretiker. ich Sowas nehme darf man das auf keinen zurück. Fall tun. Putin hat diese Pipeline kaputt gemacht. Auf jeden Fall war der das. Ich weiß das. Das war auf jeden Fall der. Ja, aber Nord Stream 2 Ja. war jetzt nur ein Beispiel. Und ich hatte ja über die Sanktionen ich war ja schon vorhin geredet. Russland ist jetzt das erste große Land, gegen das man sich seit Ende des Kalten Krieges traut, so brutale Sanktionen zu verhängen. Vorher hat man nur versucht, kleine Länder wie den Iran oder Venezuela mit solchen Sanktionen niederzuringen. Jetzt wendet man sich erstmals gegen so ein großes Land und nimmt dafür auch eine Schädigung der eigenen Wirtschaft in Kauf. Also das zeigt, dass es hier wirklich um den Halt dieser Weltordnung geht. Und es wäre jetzt übertrieben zu sagen, darum wird in der Ukraine gekämpft, da sich die Front in der Ukraine gar nicht mehr groß verschiebt und man, ja, und die Dinge eigentlich geklärt sind. Also Man muss ja auch dieser davon ausgehen, neue, dass, neue also man muss ja auch davon ausgehen, dass die nicht doof sind. Also auch wenn man jetzt hier in der Bevölkerung eine Zeitung liest und sagt, ach, das funktioniert ja bestimmt nicht und die sind doch blöd, was die da versuchen. Ich glaube, wenn da so viele irgendwie Experten und Interessengruppen drin sind, die machen das jetzt nicht irgendwie, weil sie so inkompetent sind und zufällig irgendeinen Knopf drücken und dann sagen, huch, funktioniert ja nicht. Ne? Dafür sind die, Wen glaube ich. meinst du denn jetzt? Wen meinst du jetzt? Naja, Außenministerium und Co., das sind ja nicht einfach irgendwelche Trottel, denen man sagt, naja, die Sanktionen funktionieren nicht und die sagen, naja, lass mal trotzdem mal probieren und hups, hat nicht funktioniert. Also, die sind ja nicht doof, Wie ne? gesagt, die sind nur ein Vorspiel auf den wahrscheinlich bevorstehenden noch größeren Konflikt mit China, in den wir schlittern könnten, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen aufpassen. Also das ist jetzt eben meine Position und darüber wollte ich jetzt zum Schluss mit dir reden, was eben nicht so weit kommt. Wir müssen anfangen, an einer Welt zu bauen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg und auch danach nach dem Kalten Krieg möglich war. Nämlich eine Welt, in der die Großmächte friedlich miteinander kooperieren und sich nicht mit Kriegen oder Wirtschaftskriegen überziehen. Nicht die Bevölkerung des jeweils anderen verarmen lassen, sondern indem alle versuchen, möglichst bei sich den größten Wohlstand
möglichst bei sich, ja, die besten Lebensbedingungen zu schaffen und so miteinander konkurrieren. Und zwar und nicht, indem man gegenseitig Militär aufeinander hetzt oder indem man gegenseitig Sanktionen gegen den anderen verhängt. Wie siehst du das? Ja, das wäre natürlich zu wünschen. Ich weiß halt nur nicht, ob man das so in die Wege leiten kann, wenn die Mindsets weiter so sind, dass man die meisten anderen Staaten doch irgendwie als böse wahrnimmt, wenn sie jetzt nicht direkt Verbündete sind. Und dass man ja eigentlich so eine Weltsicht hat von wegen wir gegen die und irgendwie müssen wir denen unsere Meinung aufdrücken und wir müssen bloß verhindern, dass die bei uns irgendwas zu sagen haben. Das haben ja wirklich sehr, sehr viele Leute, diese Idee. Und dass man dann auch eine eigene Schwächung in Kauf nimmt, damit man dem anderen auch mitschwächt. Aber man hört ja vom Rest der Welt hauptsächlich negative Sachen, ne? Man hört immer, wie überall alles schrecklich ist und alles schlimm oder wie das alles nur Versager sind. Also das Bild, was Europäer größtenteils von Afrika haben, ist ja zum Beispiel, die denken, da ist einfach irgendwie eine Lehmhütte und da sitzt ein Mensch ohne Klamotten drin und hat Hunger, aber das ist ja auch nicht mehr in jedem Staat da so. Diese Orte gibt es natürlich noch, aber wir stellen uns das immer so vor, und in Asien sitzen die Leute in irgendwelchen Slums oder sowas oder in Südamerika oder die knallen sich da alle nur ab, aber es ist nicht nur so. Es gibt da auch noch eine Menge Gegenbeispiele. Und irgendwie hat. Wo du Afrika ansprichst, das ist auch ganz interessant. Ich hatte ja vorhin schon nach dem Zerfall der Kolonialmächte erklärt, dass es dort immer wieder zu Putschen gegen eher antikolonial eingestellte Regierungen kam. Man denke an die Regierung von Thomas Sankara, die vorhat, aus dem CFA-Front auszutreten. Die hat das auch nicht lange überlebt. Also das ist regelmäßig so passiert, dass es dort pro-westliche Militärputsche gab und das Besondere an den Militärputschen, die man da jetzt sieht, also in Gabun, in Burkina Faso, im Niger, also überall in der Region, das ist, dass jetzt eben anti-westliche Militärjuntas da an die Macht kommen. Nicht, dass da Militärjuntas an die Macht kommen. Das ist nicht die Neuigkeit, sondern dass das eben anti-westlich eingestellte Regierungen sind. Und das kann eben zu einer Verschiebung von diesen Machtverhältnissen führen. Was genau das für Auswirkungen hat, das müssen wir noch abwarten. Wie meinst du Aber denn, was wir würden da. die uns wahrnehmen? Also sind wir als Bürger von Deutschland, werden wir quasi als Verbündete der deutschen Regierung gesehen, die auch der Westen sind? Oder sieht man das eher als, naja, die Leute wohnen halt da und die kriegen irgendwas erzählt und werden irgendwie regiert, aber also gibt man uns Schuld oder findet man uns irgendwie Kacke? Oder ist es so, weiß nicht, dass man uns auch als Opfer wahrnimmt oder so von Ich gewissen. glaube, warum als Opfer? Ich habe ja, Ja, unsere das können wir ja, Umstände vielleicht, aber. ja, aber nein, wir haben, ich glaube, das kommt darauf an, wen du fragst. Das ist ja auch hierzulande so. Auch hierzulande werden viele das mit diesen Lehmhütten, was du gerade gesagt hast, bestimmt nicht sagen. Also auch hierzulande wissen vielleicht viele nicht, wie genau die Verstrickungen da sind, wie jetzt gerade der neue Präsident oder der alte Präsident Niger hieß. Also das war ja das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Da ist es ja nach diesem Putsch sehr schnell zu neuen Frontbildungen gekommen, was auch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist, weil das heißt, dass sich da sehr schnell neue Blöcke bilden und sehr schnell ein großer Krieg entstehen kann. Das war ja die Gefahr, die kurzzeitig im Raum schwebte. Und die ECOWAS, ja, die hat ja ihre latenten Militärdrohungen wochenlang nicht zurückgenommen. Also wir hätten da beinahe einen größeren Krieg gesehen. Aber das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber um das jetzt nochmal kurz abzuschließen mit Afrika, ist diese Frontbildung, die wir da in der kürzester Zeit nach dem Putsch gesehen haben, dass die auch sehr besorgniserregend ist. Aber noch jetzt zurück zu den Bevölkerungen da. Ich glaube, da kommt es auch drauf an, wen du fragst. Also da wird das jeder anders sehen. Aber die westlichen Regierungen, ich glaube, so viel kann man sagen, die werden dort in vielen Ländern eher nicht positiv gesehen. Also man hat ja auch gesehen, dass Ja. eben Massenproteste in diesen Ländern in Afrika ausbrachen, nachdem die ECOWAS im Niger einmarschieren wollte. Aber nicht im Niger, wo geputscht wurde. Also es fanden keine Proteste gegen die Militärjunta statt, sondern es wurde gegen die Regierung demonstriert, die diese Militärjunta beseitigen wollten. Also beispielsweise im Senegal oder Nigeria. Dort wurde gegen die Regierung, gegen die demokratisch gewählten Regierungen demonstriert. Was meinst du, wird bei uns jetzt passieren? Also die nächsten Jahre kann es natürlich sein, dass Europa wirtschaftlich schwächer wird, Amerika wahrscheinlich auch. Russland ist ja auch gerade dabei, oder? Also wenn ich das jetzt nicht falsch einschätze, sind diese Russland, drei Blöcke ja Russland. alle so ein bisschen am Absteigen, während China und Indien Zuwachs bekommen. Und die werden ja Ja. wahrscheinlich früher oder später auch Kontakt zu uns aufnehmen, machen sie ja jetzt schon. Und
Hier gibt es ja schon so Nummern, wie dass zum Beispiel der Hamburger Hafen zum Teil China gehört oder dass die hier irgendwie Sendetürme und Fabriken irgendwie hinsetzen wollen und sowas. Du sagst das, du sprichst genau das Richtige an. Wir steuern auf eine multipolare Welt zu und die USA wollen genau das verhindern. Sie wollen diese multipolare Welt nicht. Sie wollen Ja. ein, ja, neues amerikanisches Jahrhundert oder Full-Scale-Dominance. Also so sind ja die Begrifflichkeiten, in denen, mit denen da in Washington die Neocons ihre Vision für das neue Jahrhundert beschreiben. Nämlich ja, ein amerikanisches Jahrhundert und kein multipolares. Und diese, ja, diese Stellung sind sie gerade gegen Russland bereit, mit diesen brutalen Wirtschaftssanktionen zu verteidigen. Und man kann, wie gesagt, nur in Sorge sein, ich wiederhole es nochmal, was das nur das Vorspiel für einen noch größeren Konflikt mit China ist. Die USA und auch unsere europäischen Regierungen zündeln ja aktuell, was den Taiwan-Konflikt angeht. Also man versucht wirklich, China zu einer militärischen Eskalation zu bewegen, indem man die Regierung in Taiwan, die acht westlichen Staaten seitdem Nixon in China war, auch nur als, auch nur als chinesische Provinz ansehen, indem sie der zusätzliche Legitimität verschaffen, indem sie da immer wieder zu Besuch kommen oder dort sogar Waffen hinliefern. Also wir sehen gerade, dass der Westen diesbezüglich so gut es geht zündet und versucht, China zu einer Gegenreaktion zu provozieren. China ist aktuell so schlau, dass es es nur bei rhetorischen Eskalationen belässt und keine militärischen Maßnahmen gegen Taiwan einleitet. Aber das Es kann wird noch gerade im böse Chat enden, wenn es so gefragt, weitergeht. ob man in Taiwan keine Waffen für die Selbstverteidigung geben soll. Also wie man das bei der Ukraine ja auch sagt. Also, Man sagt, die werden von den großen Bösen angegriffen, wir verteidigen sich ja nur. diese Leute im Chat möchte ich mal zurückfragen, ob sie auch dafür wären, dass China Katalonien Waffen zur Selbstverteidigung gegen Spanien liefert. Wenn ja, dann will ich nichts gesagt haben. Naja, Also, gut, da gab es ja ein paar Proteste, da waren jetzt aber ja, also das war ja nicht in dem Ausmaß. Oder? was heißt in dem Ausmaß? Taiwan ist, also, weißt du, wie es in Taiwan ungefähr aussieht? Es ist, glaube ich, offiziell immer noch ein Teil Chinas, aber da gibt es einige Kräfte, die das nicht möchten. Die wollen gerne säkular sein, aber man macht es irgendwie. Es ist, glaube ich, ein Streitpunkt, ne? Dass sie einfach offiziell China sind und eine ganz normale Stadt sind, aber sie wollen ein eigenes Land sein. Ja, als die Kuomintang 1949 den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren haben, errichtete Chiang Kai-shek in Taiwan, wo er dann mit seinen letzten Truppen geflüchtet war, eine Militärdiktatur. Und Taiwan wurde dann gegen Ende des Kalten Krieges langsam demokratisiert. Also da streiten sich gerade zwei große Parteien, zum einen so eine liberale Partei und zum anderen die Kuomintang, darum, wer Taiwan repräsentiert. Und die Kuomintang, die vertreten halt den Anspruch, Taiwan ist die offizielle Vertretung von China, also nicht, nicht China ist die Vertretung von China, sondern Taiwan ist die offizielle Vertretung von China. Die Ein-China-Politik, die war auch in Taiwan lange Zeit, solange die Kuomintang an der Macht waren, Konsens. Taiwan galt auch als offizielle Vertretung Chinas. Also Chiang Kai-shek war dort nur, um seine die Invasion Chinas zu planen. Und dann die Kommunistische Partei, als sie nach der Annäherung an die USA, also nach Nixons Besuch da, als da als nach Nixons Besuch haben die USA China als offizielle Vertretung Chinas anerkannt und nicht mehr Taiwan. Und Taiwan sah sich halt lange Zeit selber als ja, Vertretung Chinas und das ist jetzt langsam klar, dass das völlig unrealistisch ist. Also wird dort natürlich über eine Unabhängigkeit diskutiert, aber jede taiwanesische Regierung weiß, dass es sofort zu einem Krieg kommen würde, wenn sie das irgendwie offiziell verkündet würde, wenn irgendein größerer West, also Taiwan sieht sich selbst als unabhängigen Staat, aber wenn irgendein westlicher, ein großer westlicher Staat, sei es die USA, sei es irgendwer aus Europa, Taiwan anerkennt, denn aktuell sehen wir Taiwan als chinesische Provinz, wenn irgendwer das anerkennt, dann gibt es Krieg, weil kein Staat der Welt es zulässt, dass sein eigenes Staatsgebiet von irgendeiner ausländischen Macht aus dem Staatsgebiet herausgerissen wird. Sowas würde, wie gesagt, Spanien und Katalonien würde es niemals zulassen. China wird das in Taiwan nicht zulassen. Und aktuell sehen wir auch in der Ukraine, dass die Ukraine das auch nicht zulassen will. Ja, da will ja Also, auch Russland die Krim haben und man sagt, ne, wir kriegen die komplett zurück oder gar nichts. Da gab es ja schon Verhandlungen, wo gesagt wird, wenn wir die Krim behalten dürfen, dann gehen wir wieder und Ukraine hat gesagt, kommt nicht in Frage, ne? Wir behalten die und wir kämpfen jetzt weiter. ja, ganz so weit waren die russischen Zugeständnisse jetzt doch nicht. Aber Ja, ja, aber in die aber Richtung ging es diese. ja ungefähr, ne? Also die wollten die eroberten Gebiete haben und Ukraine hat gesagt, ne, gibt's nicht. Ja, ein jeder Staat versucht halt, sein Territorium zu verteidigen. Und das ist ja auch im Völkerrecht so festgeschrieben. Es gibt ein Gewaltverbot, es gibt territoriale Integrität der Nationen und
Ja, Waffenlieferungen an Taiwan sind eine Verletzung der territorialen Integrität Chinas. Dass dort überhaupt eine Regierung existieren darf, ist eine Verletzung von Chinas territorialer Integrität. Also das kann man jetzt sehen, wie man will, aber das ist völkerrechtlich so. Also Aber warum gibt es wer. denn so viele Regionen in China, wie beispielsweise Taiwan, aber auch Hongkong oder Tibet, die offiziell zu China gehören, aber die es nicht wollen? Und ja, man weiß nicht, Also man kriegt sie woher auch weißt du, dass irgendwie. Tibet nicht zu China gehören will? Woher weißt du das? Gibt es doch verschiedene Medienberichte, dass die sich nicht gut miteinander verstehen oder was mit den Uiguren gemacht wird in China. Da gibt es doch gewisse Volksgruppen, die von den Han-Chinesen ziemlich unterdrückt werden, oder nicht? Ja, das will ich jetzt nicht streiten. Also Xinjiang und Tibet, die werden halt in die nationale Kultur eingefügt. Und Nationalisierungsprozesse, die sind nicht sonderlich. Ja, human. So gehen Nationalstaaten nun mal vor, wenn sie minoritäre Gruppen in ihr nationales Gefüge einfügen wollen. Naja, Und in aber wir machen Xinjiang, das ja da auch hat nicht so China auch sehr, noch. ne? Also wir haben ja auch verschiedene Volksgruppen hier und die werden jetzt zumindest nicht in Lager gesteckt oder sowas. Also in den USA wurden bis in die 70er Jahre noch Indianer sterilisiert. Also. Ja, gut. Aber die USA sind ja auch jetzt nicht unbedingt das tolle Beispiel, oder? Also in Europa macht man es ja zum Beispiel nicht Und so. was Da hat man hier. ja, da hat man ja Und also gewisse wir haben doch Volksgruppen, so. die sich tolerieren miteinander. Also du weißt noch, was während der Balkankriege passiert ist. Also da sind ja tatsächlich Völkermorde passiert. Also wesentlich Ja, schlimmer als das, was klar. China gerade in Xinjiang macht. Also Natürlich gibt es das auch, halte dich da mal mit deinen. aber wir haben ja doch in Europa, also in den EU-Ländern zum Beispiel, hat man ja auch Gebiete, wo es gewisse Volksgruppen gibt und die können aber irgendwie mit den anderen Volksgruppen in Einklang leben und die töten sich jetzt nicht gegenseitig. Also du hast ja alleine schon in Deutschland hast du ja noch so gewisse Untergruppen, die teilweise eigene Sprachen haben, wenn es um Friesen oder Sorben oder sowas geht. Und oder es gibt ja Südtirol in Italien, die sprechen halt Deutsch da oben und die packst du ja Ja, auch jetzt auch nicht wie einfach in gesagt. irgendwelche Lager oder zwingst die jetzt irgendwie eine andere Sprache zu sprechen Nein, oder nein, 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 sowas. nein. Dieser Nationalisierungsprozess war auch in Europa ja jahrhundertelang eine sehr blutige Angelegenheit, wollte ich damit nur Ja, sagen. Ich wollte nicht früher sagen, auf dass es jeden Fall, heutzutage aber immer so ist. jetzt heutzutage hat man es ja in vielen Ländern da doch irgendwie hinbekommen, dass man sagt, gut, ihr habt halt hier so ein bisschen eure Eigenheiten, die dürft ihr auch behalten und wir zwingen euch jetzt doch nicht mehr, sondern wir kommen irgendwie miteinander klar. Und in China sieht es ja zumindest von außen so aus, als ob man das nicht so ganz will, als ob man irgendwie sagt, es gibt hier eine Gruppe Chinesen und wenn ihr das irgendwie anders macht, dann habt ihr mit Problemen zu rechnen, oder? Wie gesagt, Hongkong, Taiwan, Tibet, Uiguren und so weiter, da gibt es ja immer mehr. Hongkong ist noch was anderes. Das ist auch rechtlich von China unabhängig. Da gibt es, also Hongkong war eine ehemalige britische Kolonie, die hat Großbritannien sich in den Opiumkriegen erobert und es war, ja, die wurde fast so geführt wie eine Privatstadt. Sie war relativ unabhängig vom britischen Mutterland, sie war relativ unabhängig von China und dann hat Großbritannien sie, nachdem der Pachtvertrag dort ablief, überraschend freiwillig zurück an China gegeben. Also. Es wird auch damit zu tun haben, dass der Westen Ende der 90er dachte, er könne China in diesen, ja, in das neue westliche System integrieren und China würde sich daran auch gut integrieren. Wie gesagt, da gab es dann spätestens unter Donald Trump schon einen Kehrtwechsel, aber das war noch die westliche Haltung Ende der 90er und die macht es möglich, dass beispielsweise Hongkong zurück an China ging. Und ja, seitdem hat Hongkong halt diesen besonderen Status und ja, ich habe mich jetzt so wenig mit Hongkonger Innenpolitik beschäftigt, dass ich das jetzt genau wüsste, wie da die Bevölkerung genau tickt. Ich glaube, da haben wir beide uns zu wenig beschäftigt, um jetzt über Hongkong, Xinjiang und Tibet zu sprechen. Ich glaube, da könnte man sich nochmal informieren und einen eigenen Stream zu machen, oder? Könnte man. Ich hab's aus Medienberichten halt mitbekommen und ich kenne jetzt nicht wirklich Leute, die dort gewesen sind. Ich kenne nur die Berichte, wo es dann. Oder es gab ja auch international teilweise, gab es ja so Eklats, wie jemand Free Hongkong gesagt hat und dann Probleme bekommen hat, so Leute, die irgendwas mit China zu tun hatten. Also das kam ja immer mal wieder vor, dass ne, sich Leute auf deren Seite gestellt haben und dann war China ein bisschen ungemütlich zu denen. Aber du kommst jetzt schon wieder so auf diese Menschenrechtsebene. Ich hatte ja in diesem Gespräch mich extra ein bisschen neutral, sage ich mal, dazu positioniert. Ich hatte dazu ja extra nicht so viel gesagt. Also über diese ganzen Diktaturen, da habe ich ja relativ wertneutral drüber gesprochen und die nicht bewertet und gesagt, wie die jetzt moralisch zu sehen sind. Und ja, man kann eben gegen jedes System, gegen, ja,
gegen jede Regierung relativ gut polemisieren, wenn man das unbedingt möchte. Das Ja. kann man auch bei den westlichen Regierungen ziemlich leicht machen. Beispielsweise Suharto nach seinem Putsch in Indonesien hat er erstmal rund 1 Million Kommunisten abschlachten lassen. Man schätzt, dass es 1 Million waren, man weiß es nicht genau. Ein Militär hat sich auch mit einer Zahl von 3 Millionen Toten gebrüstet. In Indonesien existierten danach noch jahrelang ja, Internierungslager, die den Zuständen in sowjetischen Gulags ähnelten. Indonesien, nachdem die portugiesische Kolonie Osttimor unabhängig wurde, marschierte Indonesien auf Bitten von Australien und den Vereinigten Staaten dort ein und massakrierte ein Drittel der Bevölkerung. Also man könnte jetzt gegen jedes System, ich könnte jetzt auch die Verbrechen des Krieges gegen den Terror aufzählen, ungefähr 5 Millionen USA hatten ja Tote. auch, die Ja. hatten ja auch Lager für Japaner nach Pearl Harbor und sowas, ne? Also die haben ja Ich auch sage es die, ja. Ich ja. sage es ja, man kann gegen jedes System gut polemisieren, wenn man das ungefähr will. Aber das führt uns jetzt nicht weiter, diese verschiedenen Blöcke moralisch zu bewerten und da zu gucken, wie nett gehen die jetzt mit dieser oder jener Gruppe um, sondern erstmal zu gucken, was sind die Interessen dieser Blöcke, wie sorgen wir für möglichst friedliches Miteinander und dann können wir immer noch später, wenn wir dann fertig sind mit diesen wichtigen Fragen, die für unser aller Zusammenleben relevant sind, dann können wir uns damit beschäftigen, ist die Kommunistische Partei Chinas jetzt moralisch integer? Behandelt sie ihre gesamte Bevölkerung so gut, wie wir das gerne hätten? Oder ist die US-Regierung irgendwie moralisch integer? Also das sind Fragen, die können wir uns danach stellen. Also ich finde beide nicht sonderlich sympathisch. Aber Naja, das aber ist keine Frage, die wir uns zuerst stellen sollten. Amerika ist doch schon etwas demokratischer als China, oder? Auch wenn die beide ihre Defizite haben, aber ein Ja, aber bisschen es spielt demokratischer jetzt ist es ja absolut schon, keine oder? Rolle für die Fragen, über die wir gerade diskutieren. Spielt Ja. absolut keine Rolle. Also das ist ja diese bescheuerte Erzählung, die die beiden Administrationen für ihren neuen Kalten Krieg, den sie da gerade führen will, die sie da gerade aufbaut. Demokratien gegen Autokratien. Also die Demokratien, also so Länder wie die Vereinigten Staaten, wie uns Europäer, wie die Ukraine, in der man kein Wort gegen die Regierung sagen darf, oder Saudi-Arabien, also ganz tolle Demokratie, gegen die bösen Autokratien auf der anderen Seite Aber kämpfen. Ukraine Also ist jetzt halt auch gerade im Krieg. Das ist ja eben ein Sonderfall dann. ja. Ne? Also das. Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Naja, aber wenn du so Notstand Du hast, dann regieren die kannst Regierungen ja genauso gut nicht genauso wie im Aserbaidschan nehmen. Frieden. Du Ja. kannst genauso gut Aserbaidschan oder die Türkei nehmen, die auch im westlichen Block sind. Die sind jetzt auch nicht wesentlich demokratischer als beispielsweise Russland. Also es geht nicht um Demokratie gegen Autokratie. Du hast ja auch das Interview mit Frank Siren Ja. gesehen. Er sagt auch ganz klar, es geht darum, Aufsteiger gegen ja, die alten Mächte. Ich fand da auch, Des waren ein paar alten Mächtes ist interessante der Dinge Westen. drin. Zum Beispiel, dass wenn man vergleicht ja gerne mal China mit der DDR beispielsweise, weil die sich ja beide kommunistisch nennen. Aber Chinesen können doch in der Welt relativ frei reisen, ne? Also man hat ja hier auch öfter in Deutschland mal chinesische Studenten oder sowas. Das war ja in der DDR nicht so wirklich möglich. Also was das angeht, ist China da ja schon offener. Und Frank Siren hat ja auch in dem Interview bei Thilo Jung China ein paar Mal schon kritisiert, obwohl er da wohnt. Und der ist jetzt, soweit ich weiß, noch nicht in irgendein Lager gesteckt worden. Und gut, er wird wahrscheinlich teilweise zensiert, wenn er ein Buch rausbringt und sowas. Aber er muss jetzt, glaube ich, gerade nicht um sein Leben fürchten oder sowas. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark er die kritisiert. Also in den USA darfst du natürlich auch, wenn du Seymour Hersh bist, dann darfst du die USA kritisieren. Aber wenn du es dann zu weit treibst, wie es ein Julian Assange gemacht hat und Dokumente veröffentlicht, wo die es nicht haben wollen, dann werden die ja auch sehr ungemütlich. Ja, wie gesagt, wir sollten es gar nicht auf diese moralische Ebene bringen. Also ich finde, das führt einfach nicht weiter, wenn wir müssen Beziehungen aufgrund von Interessen gestalten und sowohl China als auch den USA, es ist völlig egal, ihr eigenes System zu exportieren. Also die USA wollen nicht die ganze Welt zu Subpräsidialdemokratie nach amerikanischem Vorbild machen. Die USA wollen, dass ihr Kapital überall weltweit den Zugriff hat. Sie wollen, dass keine andere Macht entsteht, die sie in irgendeiner Form bedroht. Und China will das Gleiche. Die wollen gute Wirtschaftsbeziehungen mit jedem haben und sie wollen möglichst ihre eigene, ja, Sicherheit wahren, möglichst selber einen Platz in dieser Welt haben. Also China will ja ausdrücklich nicht selber die neue Weltmacht, also die neue einzige Weltmacht werden. China will keine unipolare Welt, weil sie auch wissen, dass das vollkommen unrealistisch ist, wenn jetzt andere Mächte aufsteigen, sondern China will eine multipolare Welt. Ich fand sehr interessant, was also Frank Siren hatte ja gesagt, dass China im Gegensatz zu den westlichen Kolonialherren die Länder nicht nur für Rohstoffe haben möchte, sondern dass sie wirklich ein Interesse daran haben, in den Ländern, mit denen sie kooperieren, auch einen Mittelstand aufzubauen, der dann wieder chinesische Produkte kaufen soll, aber dass es für die Bürger da doch teilweise besser abläuft als
für die Kolonien, wo beispielsweise die Belgier gewesen sind, die halt einfach fürchterliche Verbrechen da an den Leuten verübt haben. Und ich weiß nicht, wie offen du da jetzt in einem Land, was sehr eng mit China zusammenarbeitet, wie sehr du dich da über Xi Jinping lustig machen solltest oder wie sehr du sagen solltest, wie scheiße China ist, aber du kannst da wohl ja im Durchschnitt ein besseres Leben führen als in den Kolonien, richtig? Wie Weswegen gesagt, ja. China ist überhaupt nicht, ja, China ist überhaupt nicht interessiert, sein eigenes System zu exportieren. Und ist natürlich daran interessiert, vom Westen unabhängige Machtzentren zu bilden. Und es hat ein großes Interesse daran, eben Länder in diese Kreditprogramme zu bringen, damit die auch in gewisser Weise von China abhängig sind, damit China bessere Wirtschaftsbeziehungen knüpfen kann. Und diese Länder eben nicht zum IWF gehen. Also sonst würden diese Länder zum IWF gehen. Und allein deshalb muss China schon bessere Bedingungen bieten als der IWF. Deshalb kann es sein, dass diese chinesischen Kreditprogramme, die ja dazu, also chinesischen Kreditprogramme laufen ungefähr so ab: China leiht dem Land Geld und es braucht davon Infrastruktur. IWF-Programme laufen ungefähr so ab: Der IWF leiht dem Land Geld, das überbrückt damit eine Notlage und dafür diktiert der IWF in den nächsten Jahren seine Wirtschaftspolitik. Aber Also da im ist. Grunde hat ja China eigentlich als kommunistisches Land sich angeguckt, wie der Westen Kapitalismus macht, hat das auswendig gelernt und macht das jetzt besser als die, oder? Ja, absolut. Also so kommunistisch sind sie ja eigentlich auch nicht mehr, sondern es ist eher so, manches läuft dann Nee, doch das noch ist halt irgendwie nur noch, anders, aber ja. das ist halt nur noch ideologische Verpackung. Also das ist halt, also es wird halt noch von einer kommunistischen Partei regiert, aber de facto ist es ein kapitalistisches Land wie andere Länder auch. Und es versucht halt jetzt, wie schon gesagt, seinen Platz in dieser Welt zu finden, eben eine bedeutende internationale Rolle zu spielen. Und ja, der Westen will dies anscheinend absolut nicht. Also darauf deuten die aktuellen westlichen Handlungen hin. Ich fand es sehr interessant, noch was gesagt wurde über Nordkorea. Du hast dir ja was wahrscheinlich angeguckt, ne? Dass man Nordkorea ja immer unterstellt, da ist irgendwie der geisteskrankste Diktator der Welt und es ist, ne, der schießt da auch immer irgendwelche Atomraketen rum und in Ozean und sowas. Und also Nordkorea gilt ja so als das schlimmste Land auf Erden, was einfach absolut fürchterlich ist. Und Frank Sirin meinte ja, dass es Nordkorea überhaupt nur noch gibt, weil der Westen in Südkorea ist und China und Russland und so, die helfen Nordkorea die ganze Zeit, weil sie nicht wollen, dass die Südkoreaner und damit halt die Amerikaner bei China direkt vor der Tür stehen. Und ne, deswegen, auch wenn Kim Jong-un dann regelmäßig Blödsinn macht, dass der eigentlich weiß, dass der sich erlauben kann, was er möchte, weil er halt immer China im Rücken hat und die den eigentlich ja, nicht zu hart absägen könnten, ne? Sondern dass sie ihn unbedingt brauchen, damit er so eine Pufferzone zu Südkorea und damit zu Amerika ist. Das fand ich eigentlich eine Ja. interessante Sicht darauf. Ich weiß halt nicht, wie sehr es stimmt, aber ich fand, Stimmt, absolut. Also, okay. warum, um jetzt mal anderes Beispiel zu nennen, warum tolerieren die USA den saudischen Krieg im Jemen und unterstützen den sogar? Ja, Ja, Europa weil sie ja auch, ne? Saudi-Arabien nicht, ja, weil sie Saudi-Arabien, ja, der Westen. USA sind halt Ja. Hegemonialmacht im Westen. Und, Aber also, Deutschland ja weil auch. sie Also Saudi, Deutschland liefert ja auch Waffen an die. ja, Ja. weil man Saudi-Arabien nicht als Verbündeten verlieren will und ja, da kann sich Saudi-Arabien halt sowas erlauben. Also der Iran könnte sich sowas niemals erlauben. Oder Syrien, dass man Ich einfach habe ein mich auch Nachbarland nimmt, manchmal das gefragt, also aushungert und wenn man immer erzählt, wie fürchterlich die Länder sind, wie sie mit ihrer eigenen Bevölkerung oder mit der umliegenden umgehen. Also Saudi-Arabien wirkt da jetzt nicht sympathischer als der Iran, genauso wie Katar oder so. Also wenn du dir anguckst, was da so die Spielregeln sind und was passiert, wenn du dich nicht dran hältst, es sind ja auch schon ziemlich fürchterliche Länder eigentlich, was das angeht. Und trotzdem hat man die irgendwie zum Freund und erklärt halt den Iran irgendwie als Hölle auf Erden. Und ne, natürlich ist es wahrscheinlich nicht schön da, aber diese unterschiedlichen Bewertungen sind doch irgendwie interessant, wenn zwei Leute oder zwei Nationen fürchterliche Sachen machen, dass man sagt, der eine ist wahnsinnig böse und bei dem anderen, ach na ja, da muss man halt irgendwie mal ein Auge zudrücken oder sowas, ne? ja, selbstverständlich, man will halt seine Verbündeten halten. Aber das, was wir gerade besprochen haben, das wird ja hierzulande nicht gerne gesehen. Und ich glaube, damit können wir jetzt, oder möchtest du noch was zur multipolaren Weltordnung sagen, oder? Ich weiß dazu jetzt gerade, also ich würde mich halt fragen, was du ungefähr schätzen würdest, wie lange das dauert, bis es dahin kommt und was das für uns im alltäglichen Leben bedeutet.
Also das Leben der Leute in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie wird sich das ändern, wenn jetzt Amerika schwächer wird und China stärker? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Amerika schwächer wird. Wenn es nämlich zu dieser großen Entladung, zu diesem Wirtschaftskrieg kommt, den es hoffentlich nicht gibt, aber wenn das so passiert, dann heißt das nicht unbedingt, dass Amerika schwächer wird, sondern dann wird das vor allem die Peripherie im westlichen Machtblock schwächen, also uns hier in Europa. Waren ja im Kalten Krieg Frontstaaten gegen die Sowjetunion, jetzt sind wir Peripherie. Jetzt so eine Blockkonfrontation, die stärkt die imperialen Zentren. Das heißt, die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Ob China jetzt diesen neuen Kalten Krieg will oder nicht, also es wäre irrational von China, den zu wollen, weil China ja auch so ein höheres Wachstum hat als die USA und die auch so überholen wird. Also die USA sind die, die unter Zeitdruck stehen. Ich möchte das nochmal betonen. Die USA machen das nicht, weil sie böse sind oder weil sie irgendeinen Plan verfolgen, der irgendwie sinister wäre oder so, sondern einfach, weil die USA halt ein Interesse daran haben, diese Weltordnung zu erhalten und China absolut kein Interesse am Erhalt dieser Weltordnung hat. Deswegen haben die USA ein Interesse an Eskalation und China nicht. Das hat nichts mit irgendwelchen Mentalitäten oder mit irgendwelchen im Hintergrund agierenden Mächten oder so zu tun, sondern sind einfach die öffentlich zugänglichen, die sichtbaren Interessen dieser Mächte. Das möchte Meinst ich du, nochmal zwischen ganz klar betonen. wir kriegen dadurch hier auch ein verzerrtes Bild von China vermittelt? Ja, natürlich. Wie sehr? Also hast du da irgendwie eine Vermutung? Du warst auch noch nicht da, richtig? Nee, ich war auch noch nicht da. Aber man kriegt ja von allen, also die Länder, mit denen wir verbündet sind, da wird ja in der westlichen Propaganda natürlich erzählt, die sind gut und die Länder, die unsere Feinde sind, die sind böse. So einfach wird es ja, siehst du gerade in Russland, Ukraine, zwei Oligarchendiktaturen, die sich gar nicht groß unterscheiden. Und bei der einen wird uns erzählt, die kämpfen für Freiheit, Demokratie ist der Inbegriff ja, der westlichen Werte. Und das andere, das ist das Reich des Schreckens. Putin ist der schlimmste Diktator, wenn nicht seit Hitler, so mindestens seit Stalin. Also das ist ja so Ja, ziemlich also die. ich habe mich auch sehr gewundert, dass ich eigentlich politisiert wurde, damit das Amerika schon sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur an speziell meinem Umfeld lag, aber ich meine, auch in den Medien kam das eigentlich so rüber, dass George W. Bush nicht sonderlich sympathisch war und die Leute den schon auch offen kritisiert haben. Da gab es etliche Fernsehbeiträge, auch USA intern wurde sich sehr, sehr viel über ihn beschwert oder lustig gemacht und es war eigentlich nicht wirklich eine kontroverse Meinung, dass die USA quasi eine Art Failed State sind, wo es einfach fürchterlich ist. Man hat hier irgendwie immer mitbekommen, da geschehen regelmäßig Amokläufe, die Leute rennen da halt mit dem Gewehr rum, die sind irgendwie ungebildet, weißt du, dieses Bild, dass die halt eigentlich kaum irgendwas richtig hinbekommen, außer auf der ganzen Welt irgendwelche anderen Länder niederzuschießen.